zum Ende von diesem Treffen hat er dann gesagt, komm, wir geben einander noch einen Abschiedskuss. Und da ist mir im ersten Moment sehr quer eingefahren, einfach so komisch. Ja, also, es ist ja alles gesagt, es ist beendet. Und mit dem Lied jetzt habe ich wie gemerkt, hey, sehr schön. Gib mir sich Tat, hält man sich fest oder küsst man sich nochmal? Wie sagt man ciao, wenn's endgültig ist? Sagt man ciao, Baby, ciao, ciao, Baby. Ich freue mich immer sehr fest, wenn ich Nachrichten bekomme zu Songs. Und ich habe aber noch nie so viele Nachrichten bekommen zu einem Lied wie zu Ciao, Baby, Ciao. Unter anderem auch eine Nachricht von der Desiree. Und ich wollte nachfragen, was hinter dieser Geschichte steckt, die du mir dort geschrieben hast. Darum bist du heute da. Das freut mich sehr fest. Kannst du mir erzählen, in welcher Situation du das Lied zum ersten Mal gehört hast? Ich habe es ganz allein im Auto gehört. Ich habe mir die CD bestellt. Und bin einfach mal losgefahren. Und das war das erste Lied auf dieser CD. Und es hat mich auf Bandys gesagt, judert. Ja. Weil ich sofort eine Situation im Kopf hatte, die mir so noch gar nicht bewusst war mit diesem Lied. Mhm. Dass man es eigentlich auch anders anschauen kann. So ein Schau-Sagen. Mhm. Das ist vor allem 10-11 Jahren, als ich eine Beziehung mit einem Typ. Und wir haben dann gemerkt, das funktioniert nicht, es geht nicht miteinander. Haben er gesagt, wir treffen uns an einem neutralen Ort, auf einem Parkplatz. Und haben uns hier wirklich Schluss gemacht, die Beziehung beendet, zusammen geredet, wieso hat es nicht geklappt, warum ist es nicht gegangen. Und er hat dann, zum Ende von diesem Treffen hat er dann, gesagt, komm, wir geben einander noch einen Abschiedskuss. Und da ist mir im ersten Moment sehr quer eingefahren, einfach so komisch. Gefunden, ja, also, es ist ja alles gesagt, es ist beendet. Und mit dem Lied jetzt habe ich wie gemerkt, hey, sehr schön, irgendwie. Es war ein mega schöner Abschluss gewesen. Und was ich glaube, so ein bisschen daraus rausnehmen, am Schluss, wir haben es immer noch gut miteinander. Mhm. Auch wenn wir sehen auch nicht mehr viel. Aber ich habe das Gefühl, der Abschiedskuss ist mit einem positiven Ausgang. Mhm. Und es ist wirklich schön, wenn du so ausgehen kannst. Das ist ja in den meisten Fällen nicht so. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Ja. Erstens, was für ein Kuss war es? Also war es ein Kuss-Kuss im Sinne von, hey, so richtig mit Zungenkuss? Oder war es so ein Münchi? Es war ein langes Berner Münchi. Ihr habt abgemacht zum Schluss machen? Ja. Weil in dem Moment, wo du über das redest und sagst, wir machen ab zum Schluss machen, machst du eigentlich quasi auch schon Schluss. Ja, oder? Genau. Aber was haben Sie gesagt im Gespräch? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen so zusammengefasst, was nicht geklappt hat. Wieso, warum? Aber warum haben Sie, warum haben Sie das Gefühl, Sie müssten euch noch treffen an einem neutralen Ort, um wirklich Ciao zu sagen? Ja, einfach für das, für Tschüss zu sagen. Wir haben nicht weit weg voneinander gewohnt, aber wir haben einander auch lange nicht mehr gesehen. Und sie ist von ihm ausgekommen. Ich hätte es jetzt vielleicht einfach auch per Nachrichten so lassen. Mhm. Aber es war eigentlich eher schön. Ich finde, es hat auch mit mega viel Respekt zu tun, dass du einen noch mal triffst. Dass du einen noch mal siehst. Ich weiss auch nicht, ob wir noch Sachen von einander hatten, um einander zu übergeben. Mhm. Ja. Mhm. Und wirklich einen neutralen Ort. So ein bisschen in der Mitte von uns beiden. Genau. Ja, also ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Es ist ja, ich frage ja lustigerweise das darum auch in diesem Song. Also ist es vielleicht ein guter Weg, sich noch mal zu küssen, auf irgendeine Art und Weise? Wie jetzt das Berner Münchi dann genau aussieht. ist es eine gute Art, um das so zu machen? Oder ist es vielleicht genau dumm? Ja. Aber eigentlich ist es schon noch interessant, weil ja auch alles oft anfängt mit einem Münchi. Also das ist ja irgendwie auch der Start. Und es macht eigentlich vielleicht Sinn, das so zu beenden. Und du hast es damals aber komisch gefunden. Ja, ich habe gefunden, warum muss man es damals münchen? Also, warum muss man es jetzt da noch mal küssen? Das heisst ja nicht, dass das Gefühl nicht mehr da sein. Ja. Es ist ja schon noch mal so ein Abschiedskuss. Aber ja, ich habe das dann wirklich einfach manches Jahr so stehen. Wie hier. Vielleicht auch mal gut in dieser Brocke bleiben stehen. Und mit diesem Lied hat sich das wieder
vorgeholt. Nicht, dass da irgendwelche Gefühle entstanden sind oder so, aber es ist... Also, das ist eine schöne Geschichte. Und wie hast du es sonst mit dem Ciao sagen? Hast du sonst mit dem Ciao sagen im Leben zu ich sage jetzt zu einem Freund oder Liebesbeziehung, Freund? Sonst muss man ja viel Ciao sagen auch natürlich, aber jetzt in einer Liebesbeziehung. Ja, ja, viel Tschüss gesagt und ja, Tschüss gesagt in einer Beziehung, wo ich eigentlich schon recht weit war mit verlobt und zusammenwohnen und dann nach kurzer Hand gewechselt. Du hast direkt gewechselt. Also passiert kommt in der besten Familie vor. Also ich habe gemerkt, dass es ist für die Zukunft ist, stimmt's für mich nicht. Mhm. Und es hat dann zumal einen Kollegen gegeben, der mir sehr wichtig war. Der mir sehr viel Interesse gegeben hat, der gesagt hat, ich will wissen, wie du funktionierst, wie du tickst. Dann weiss ich auch, wie ich mit dir umgehen muss, wie ich dich annehmen kann. Ja, das hat mir irgendwie viel bedeutet und daraus ist eine Liebesbeziehung geworden. Vor 2 Jahren haben wir geheiratet und jetzt ein Kind. Hast du es doch noch durchgezogen mit heiraten? Ja. Das ist wunderschön, das finde ich mega schön. Wie sagt man Ciao in so einem Moment? Das ist weniger schön, das tut weh. Ja. Mhm. Auch im Gegenüber tut es weh, also es braucht ja immer 2 dazu, aber... Das tut, glaube ich, schon weh. Und die Reaktionen, die nachher kommen, tun weh. Ja. Wenn du Tschüss sagst. Unverhofft. Ja. Für den, wo, ja. Das ist ja dann auch das extrem Verwobene, oder? Wenn es auf eine Hochzeit zugeht, ist man, ja. Was ich immer jedem auch sage. Ja. Oder? Also wir sind, ich bin 12 Jahre zusammen gewesen mit meiner Ex-Freundin. Und das sind so viele Geschichten, die miteinander da sind. Mhm. Ja. Es ist wunderschön, dass du jetzt aber glücklich bist. Sehr, und verheiratet bist. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Herzlichen Dank für das Teilen von diesen Ciao-Sag-Erfahrungen. Sehr spezielle Geschichte mit dem Münchi. Und jetzt alles Gute für die Situation, in der du jetzt drin bist. Danke vielmals. Merci dir vielmals.